Oha. Hört ihr das Lied im Hintergrund? Es ist ja fantastisch. Das ist jetzt HWs neue Augen. Cocktails, Neondrink, Vulkanobase, Betäubungsgift. Ja, kein Stinkdrink. Das ist ja skandalös. Ich hätte am ganzen Stinkdrink. Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Ach, schade. So, Karte, gucken wir da nochmal rein. Zutaten. Was sind denn die Zutaten dafür? Neongelb haben wir, Vanium haben wir da. Wenn wir Kugelfisch spielen, dann können wir uns ein Betäubungsgift das Handicap besorgen. Und hier haben wir noch Neongrün und Neonpink. Was sind denn überhaupt die Zutaten hierfür? Ein Volcano-Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit ins Grab genommen. Ah, okay. Wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Aha, mit ins Grab genommen. Ah, interessant. Na dann, wissen wir ja, wo wir nachgucken müssen. Okay, brauchen wir noch das Rezept. Ich vermute, dass wir dazu irgendwie Chili und Wein gehen. Und unter Umständen auch ein Luftpump benötigen. Aber ja. Dafür haben wir schon Valium, da haben wir schon. Hier brauchen wir noch Neon Grün und Neon Pink. Hier brauchen wir noch einen Kugelfisch. Vielleicht finden wir auf dem Friedhof auch einen Kugelfisch. Okay. Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein, dann kann ich dir leider auch nicht helfen, Püppchen. Ja gut, dann gehen wir erstmal. Ich denke, nein, Neon Pink. Neon Pink, ja, Leuchtreklame. Sehr gut, wir haben Neon Pink. Ja, nice, wir haben Neon Pink. Jetzt brauchen wir noch Neon Grün. Neon Grün. Okay. Hier haben wir Neon, hier haben wir was Neongrünes, aber das können wir nicht mitnehmen, oder? Schade. Zum Friedhof. Vielleicht werden wir dort fündig. Oh! Miranya, das Medium. Aha. Hallo Miranya. Das ist eine grüne Neonfarbe. Die könnte ich mal gebrauchen. Könnte ich mir schon einen Trink wechseln. Die anderen Zutaten habe ich dann wahrscheinlich auch schon. Ne, ich brauche noch einen Kugelfisch. Hast du vielleicht zufällig einen Kugelfisch und hast du noch ein... Oh, ja. Hast du noch ein Rezept für mich? Das wäre vielleicht auch nicht ganz schlecht. Vielleicht ist da ja auch noch ein Rezept und ein Kugelfisch mit dran. Reden wir mal mit ihr. Dann schauen wir uns das Feuer an. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Was? Und dafür müssen wir erstmal Feuer machen. Anfassen. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Wirklich alles? Luftpumpe. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die passende Gelegenheit auf. Nur weil Lilly... Okay, dann reden wir halt mal mit Miranya, das Mädchen. Was? Ich warte mal. Nein. Hier ist nicht Tante Cordula. Mein Name ist Miranya. Miranya das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Kann er mir vielleicht das Rezept geben? Plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer?
Ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Wir brauchen Ohrenstöpsel für die Dame. Tja, so leicht kommen wir wohl erstmal nicht an das grüne Neonfarbe an. Oder können wir uns die einfach nehmen? Okay, die können wir uns einfach nehmen. Dann brauchen wir trotzdem immer noch. Okay, den Trink können wir uns jetzt zu bereiten lassen. Und dann fehlt uns immer noch das Rezept hierfür und der Kugelfisch hierfür. Tja, Kugelfisch. Hat jemand einen Kugelfisch gesehen? Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Nach einem Kugelfisch. Flunderautomat. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Aha. Okay, aber vielleicht können wir uns schon mal... Ich hätte Cocktailkarte. Ich hätte gerne einen Drink. Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. Ich hätte gern einen Neon-Drink. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Ach, verdammt. Aber keine Sorge. Es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Okay, das hilft uns gerade auch nicht weiter. Was zum... Ich glaube, den Drink trinken wir jetzt noch nicht. Die Zutaten haben wir auch schon ausgegeben. Ziehen wir es noch auf. So, Vulcano Berserker, der ist wahrscheinlich der, den wir brauchen. Wir brauchen die Zutatenliste. Dazu brauchen wir erstmal einen Kopfhörer. Wo kriegen wir einen Kopfhörer her? Ohrstöpsel. Karte, da kommen wir nicht ran. Kopfhörer. Ohrstöpsel. Wegweiser zurück hier hin. Vielleicht hier irgendwie. Gerrit. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich ist schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Der wird uns hier nicht weiterhelfen können. Tja. Wo kriegen wir jetzt Kopfhörer her? Beziehungsweise Ohrstöpsel. Vielleicht kann sich die Weingummis einfach reinstecken. Vielleicht hilft das auch. Tja, Friedhof. Merkst du Weingummis ins Ohrstöpsel nehmen? Was? Oh. Hallo Kleine. Was hast du denn da? Sind das etwa Ohrenstöpsel? Großartig. Oh, großartig. Danke. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein, die sind zu groß. Verdammt. So, hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Das hätte ich mir denken können. Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis, das Geheimnis seines ultimativen Drinks. Der Volcano das nehme ich gerne. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gerne in Nachwelt hinterlassen. Müssen wir schaufeln, oder was? Der Drink besteht nur aus drei Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Maximilian endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Gut, wir brauchen Revierkraut. Und ein Kugelfisch. Chilischote, Weingummi.
Revierkraut. Weingummi ist aber auch nicht mehr. Hm, hier ist ein Weingummi. Sehr gut. Zwei Weingummis. Okay, dann brauchen wir noch Revierkraut und einen Kugelfisch. Hat da jemand einen Kugelfisch für uns? Ah, das ist übrigens die Kirche hier mal. Nebenbei, das ist die Kirche aus recht aus. Und hier Fragezeichen, Fragezeichen. Oi. Déjà-vu. Hm? Schön. Ja. Kennt man noch. Ja, dieser kleine Screen. Ach, wie toll. Im kleinen Format nochmal gezeigt. Was ein tolles Secret. So, jetzt brauchen wir aber noch den Kugelfisch. Wir brauchen immer noch eine dritte Zutat, das Revierkraut. Revierkraut. Hm. Das gibt's dort oben bei der... Oder im Hinterhof. Gibt's hier noch irgendwas? Gibt's da Karton? Nein, schade. Fahrrad. Das musste das Polizeiauto sein. Tja. Wir haben jetzt momentan nur einen Trink hier mit dabei, den Neon-Trink. Der wird uns aber nicht helfen. Revierkraut, Revierkraut, Revierkraut. Hier dürfen wir nicht lang. Und hier gibt es, glaube ich, nichts. Oder können wir hier das Revierkraut mitnehmen? Eine Luftpumpe. Wir können gar nicht damit ab. Futterkappe. Lilly bezweifelte, dass Säbelzahnwildschweine sowas mochten. Hm. Aber sie durfte sie ja ohnehin nicht füttern. Tja. Ja, wie, was jetzt? Valium, vielleicht können wir das jetzt... An der Futterkrippe hing ein Schild. Grundlos würde Lilly diese Regel nicht brechen. Ach, verdammt. Vielleicht die Chilischote. An der Futterkrippe hing ein Schild. Grundlos würde Lilly diese Regel nicht brechen. Hm. Vielleicht. Können wir jetzt... Brauchen wir das Valium noch irgendwo für... Das Valium brauchen wir für den Betäubungsgift. Sunny Cup. Das können wir es eigentlich noch nicht. Chinichote brauchen wir auch noch. Hm. Versuchen wir es vielleicht trotzdem nochmal. So, vielleicht können wir jetzt Valium. An der Futterkrippe hing ein Schild. Grund, ja. Ich würde Lilly diese Regel nicht brechen. Tja. Vielleicht. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Aha. Wegweisung. Was? Was war das? Oh, Revierkraut. Jetzt können wir das doch mitnehmen. Wir haben Revierkraut. Großartig. Dann haben wir jetzt alles für das Vulkano-Berserker mit dabei. Alle Zutaten. Ja, den Betäubungsgift haben wir gehabt. Können wir uns jetzt abschminken. Mangels Kugelfisch, aber das brauchen wir auch nicht. Das ist Honey Cup. Das ist dann wird. Der wird jetzt auch nicht so der geilste sein. Wir brauchen einen richtig alkoholischen Trink, damit wir hier. Wir müssen den Alkoholtest überwinden. Gut, ja, Cocktailkarte. Ich hätte gern einen Vulkano-Berserker. Ein Vulkano-Berserker? Kommt sofort. Oder so. Aber Vorsicht.
Da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ach, ist nicht doch der Name des Wurms. Wenn du weißt, was ich meine. Was? Ach ja, stimmt ja. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ich mal anrühren, ist viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Tja, Harvey, willst du mal vielleicht... Oh, das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha.